Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zusammen mit dem Gruyère und dem Emmentaler gehört der Tilsiter sicher zu den bekanntesten Schweizer Käse. Weil er je nach Sorten und Reifegrad mild, aromatisch oder kräftig, aber nie scharf ist, wird er von den meisten Käseliebhabern wie auch von den Kindern bei den verschiedensten Gelegenheiten gerne gegessen. Wenn Sie also in den nächsten Tagen bei Coop einkaufen und in die Käseabteilung vorbeikommen, werden Sie außerdem feststellen, dass der rote, kräftigere Tilsiter und der grüne, mildere momentan zu käseplattenfreundlichen Aktionspreisen erhältlich sind. Woher kommt jetzt aber der Tilsiter? Schon um die Jahrhundertwende, genau genommen ab 1893, haben nach vorangegangenen Wanderjahren die beiden Thurgauer Käser Hans Wegmüller und Otto Wartmann mit der einheimischen Tilsiter-Herstellung angefangen und so dazu beigetragen, dass der Thurgau zum Tilsiterland geworden ist. Heute, nach fast 100 Jahren, wird die Tradition vom Otto Wartmann dem Jüngeren, einem Urenkel von dem damaligen Pionier, auf dem Holzhof Bibi Segg weitergeführt. Neben der Milch aus dem eigenen Stall, wo die Kühe nach der neuesten Erkenntnis tiergerecht gehalten werden, braucht der diplomierte Landwirt und Käsermeister noch die Milchlieferungen von 18 weiteren Bauern aus der Umgebung für seine durchschnittliche Tagesproduktion von rund 100 Laib Tilsiter. Für einen 4 Kilo Tilsiter braucht es etwa 45 Liter Milch. Aus 1000 Liter Milch gibt es also ungefähr 22 Tilsiterleib. Oder nochmal anders gerechnet, für eine Tagesproduktion brauchen der Käser Wartmann und sein Lehrling rund 5'500 Liter Milch. Zuerst wird die Milch jetzt aber im Kessel langsam erwärmt. Bei einer Temperatur von 32 bis 33 Grad wird das Lab, ein Enzym, das die Milch zum Grünen bringt, beigemischt. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, wird die fest gewordene Milch mit der sogenannten Käseharfe in gleichmäßige Stücke verschnitten. So wird die Molke von der Käsemasse getrennt und es wird nochmal so lange gerührt, bis die Käskörner den richtigen Griff haben und fest genug sind zum Abfüllen in die Tilsiterformen. Nach anderthalb bis zwei Tagen im Salzbad kommen die frischen Tilsiterleib dann in den Keller. Dort werden sie gehackt und gepflegt, bis sie schön und ausgereift sind und zum Beispiel wie jetzt zu uns in die Läden kommen und wie schon gesagt, zum Aktionspreis erhältlich sind. Das ist aber noch lange nicht alles. Mit Coop und Tilsiter, einem beliebtesten Schweizer Halbherdkäse, können Sie die schönsten Abenteuer unter freiem Himmel erleben. Vergessen Sie darum bei Ihrem nächsten Besuch bei Coop die Infobroschüre zum Thema Flussfahren, Mountainbiking oder Erlebniswandern nicht. Es gibt schöne Preise zu gewinnen, unter anderem eine Woche Mountainbiking mit Eurotrek auf Teneriffa, diverse Mountainbikes, Schlauchboot und so weiter. Und auch das Jahr wieder ein verlängertes Wochenende in Davos für zwei Personen am 4. Davoser Wanderrallye. Am 7. Oktober ist da bei uns im Studio die Ziehung der Gewinner. Die vielfache Weltcup-Siegerin Conny Kissling wird die Rolle der Glücksfee übernehmen. Zu einem anderen Thema. Bevor ein neuer Artikel in Coop-Läden aufgenommen wird, muss er sich durch seine Umweltverträglichkeit auszeichnen. Das Produkt, das ich Ihnen im nächsten Spot vorstelle, hat die strengen Kriterien erreicht. Die Schlafgrün ist das erste und einzige Markengeschirrspülmittel ohne Phosphate und ohne Giftstreifen. Dank einem speziellen Zusatz gegen Kalk wird Ihr Geschirr jetzt noch strahlender. Die Schlafgrün. Eine Pionierleistung des Schweizer Herstellers Steinfels. Und die Entsorgung? Platzsparender geht's nicht. Strahlendes Geschirr und Besteck und das alles Phosphat- und Giftklassefrei, das ist die Antwort von Steinfels auf den Wunsch nach umweltschonender Sauberkeit. Und die Antwort auf den Wunsch nach einer schonenden und sanften Rasur sehen Sie im nächsten Spot. Von Gillette Sensor. Der Rasierer, der die Feinheiten Ihres Gesichtes erkennen kann. Für das Beste im Mann. Sensorklingen auf sensiblen Federn tasten Ihre Haut permanent ab und passen sich individuell an. Gründlicher, sicherer, sanfter und bequemer Gillette Sensor. Mit dem anspruchsvollen Gillette Gel für den Mann die beste Rasur von Gillette. Gillette für das Beste. Bestimmt ganz toll, so eine gründliche und sanfte Rasur. Ob es allerdings best ist im Mann, wie da behauptet wird. Etwas vom Besten bei Coop sind aber die Aktionen. Ein 500 Gramm schweres Halbweissbrot kostet bei Coop nur 1,40. Und 10 verschiedene Schokitafeln von Arni nur 9,50. Verschiedene Grünpflanzen gibt es für nur 10 Franken.
Außerdem offerieren wir Ihnen diverse Trainer für Erwachsene zum unglaublichen Preis von nur 59 Franken. Zum Schluss noch ein Hinweis auf einen Service von unserem Coop-Restaurant, den Sie vielleicht noch nicht kennen. Achten Sie bei Ihrem nächsten Besuch doch einmal auf das Angebot der Woche. Unsere Küchenchefs offerieren Ihnen nämlich abwechselnd feine Spezialitäten zu besonders günstigen Preisen. Diese Woche zum Beispiel ein Vanilleflan an Himbeersoße für nur 3,20 Franken. Viel Vergnügen also in Ihrem Coop-Restaurant und auf Wiedersehen im Inforama.